Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich begrüße euch hier zu einem absoluten Spontanorakel. Und zwar möchte ich gerne mal für jedes Tierkreiszeichen hier aus zwei Kartendecks Kurzbotschaften ziehen. Ne? Einmal hier aus dem Krafttierorakel und hier aus dem normalen Tarot. Einfach mal zu schauen, was denn hier jetzt gerade eine wichtige Botschaft für die einzelnen Tierkreiszeichen ist. Ne? Ihr bedenkt bitte, ihr könnt natürlich auch immer in euer Mond, Mars, Venus und Aszendentenzeichen auch reinschauen. Und ihr bedenkt aber bitte, es sind allgemeine Energien. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ne? Ich fange auch gleich an. Die Timecodes stehen dann in der Videobeschreibung drin. Ne? Und ich fange jetzt aber hier mal mit dem Widder an. Schauen wir mal, was hier sich für den Widder für eine Karte zeigen möchte. Ja, da haben wir schon zwei, die nehme ich jetzt aber auch. Also wir haben jetzt hier erstmal die 10 Schwerter. Die 10 Schwerter steht immer für ein bewusstes Ende. Ne? Also es kann sein, dass hier bei den Wiedergeborenen oder die, die sehr witterlastig sind, dass hier eine Entscheidung ansteht, bei der ihr euch entscheidet, wirklich etwas zu beenden. Das ist aber immer der Hinweis, dass hier etwas beendet wird aus der Macht des Verstandes heraus. Ne? Das heißt, die Karte besagt jetzt nicht, ob dieses Ende oder diese Beendigung, sage ich jetzt mal, klug ist oder eher überstürzt ist. Na, weil das ist wirklich ein bewusst herbeigeführtes Ende. Ne? Müsstet ihr mal schauen, dann inwiefern oder auf welche Situation das hier passt bei euch. Und hier haben wir den Bube der Münzen. Der Bube der Münzen steht an sich für eine absolute Beständigkeit. Ne? Es kann sein, dass hier auch bei euch, bei den Wiedergeborenen, irgendein Angebot auf euch zukommt. Das steht aber auch immer für dieses Stabile und Beständige. Ne, es könnte hier auch ein Erdzeichen eine Rolle spielen, also Stier, Steinbock, Jungfrau. Und es kann sein, dass ihr hier entweder irgendetwas beendet, was bisher relativ stabil war, oder ihr beendet etwas, weil hier ein neues Angebot auf euch zukommt. Ne? Es kann aber auch sein, ne, der Bube der Münzen ist auch immer so ein Hinweis, dass etwas länger gedauert hat, irgendetwas, wo ihr vielleicht schon lange, ja, dran kaut, ne? Wo etwas, was euch schon länger belastet, wo ihr vielleicht auch nicht vorwärts gekommen seid. Und hier mit den 10 Schwertern wird diese Situation, die sich hier ewig nicht bewegt hat, endlich beendet und dann vielleicht, sage ich jetzt mal, in eine neue Bewegung gebracht wird dadurch, ne? Wir schauen jetzt mal, welches Krafttier denn hier jetzt bei euch noch an der Seite ist. Diese Situation oder in dieser aktuellen Situation jetzt wirklich auf diese Situation bezogen, vielleicht bekommen wir da noch mal Informationen rein. Ja, das ist nicht ein bisschen ungünstig. Ach, guck mal, haben wir auch zwei. Mensch, die Widder. Da haben wir hier den Geier. Magisches Wissen, die Vergangenheit wird jetzt bereinigt. Du wirst auf allen, 1, 2, 3, du wirst auf allen Ebenen Hilfe erhalten. Und hier haben wir den Hund. Du bist allerorts wunderbar geborgen, beschützt und behütet. Und das ist halt interessant. Vielleicht, hier ist ja auch der Hinweis, die Vergangenheit wird jetzt bereinigt. Vielleicht wird bei den Widdern oder Wiedergeborenen hier, wie gesagt, auch eine Situation, ja, verlassen, beendet, irgendetwas, was so, wie es bisher war, einfach nicht mehr weitergehen konnte. Ne? Und der Hund ist hier der Hinweis, dass du aber auch beschützt bist. Also egal, welche Entscheidung du jetzt triffst, du bist hier wirklich von oben beschützt. Treue und Schutz. Na, vielleicht geht es aber auch um eine Situation, die hier wirklich mit Treue zu tun hat oder um das Thema Freundschaften. Ne? Also da darfst du einfach mal gerne für dich selbst schauen, inwiefern diese Energien hier stimmig sind. Seht ihr, heute total unruhig hier. So, wir gucken jetzt mal weiter bei den Stiergeborenen. Welche Informationen wollen sich denn hier für die Stiere zeigen? Gucken wir mal. Da haben wir hier die Königin der Kelche.
Die Königin der Kelche könnte jetzt hier eine wichtige Rolle spielen. Das bedeutet, vielleicht bist du selber die, die so eine Energie einnimmt. Das heißt, du bist hier sehr sentimental, sehr sensibel, sehr empathisch, aber auch sehr spirituell. Es ist für mich aber auch immer eine Person, die hier irgendwelche Heilungsenergien bei sich hat. Vielleicht wird hier wirklich eine Person wichtig, die könnte aber auch im Wasserelement geboren sein, kann, muss aber nicht, ne? Das heißt, eine Fische, Skorpion oder Krebsfrau könnte hier wichtig werden für die Stiergeborenen. Aber es kann ja auch alles, was das Thema Spiritualität, Heilung, Astrologie, also alles, was wirklich ja, auf der spirituellen Ebene heilt. Viel Empathie, viel Gefühl, viel Liebe. Ne? Vielleicht hast du hier mit einer Therapeutin, mit einer Beraterin, wie auch immer zu tun. Auf jeden Fall wird die Königin der Kelche-Energie hier sehr, sehr wichtig für dich. Oder du bist aufgefordert, diese Energie einzunehmen. Ne? Also, dass du hier wirklich schaust, dass du vielleicht so ein bisschen aus der Kopflastigkeit rausgehst, dass man jetzt von dir, ja, dass man dich auffordert, mehr ins Gefühl zu gehen. Ne? Das kann natürlich auch sein. Wir schauen mal, was ich hier für ein Krafttier zeigen möchte für dich. Da haben wir die Maus. Es geht um das Thema Gerechtigkeit. Das, was du gesät hast, wirst du ernten. Gerechtigkeit und Ausgleich stehen an. Alles rückt sich in das rechte Maß. Das ist ja interessant, ne? Vielleicht spielt deshalb da hier eine Königin der Kelche-Energie eine wichtige Rolle für dich, liebe Stiergeborene, ne? Es kann sich aber auch bei dem einen oder anderen hier um eine berufliche Tätigkeit handeln. Also das kriege ich auch gerade noch so rein. Vielleicht möchte sich ja der ein oder andere Stier unter euch sich auch beruflich verändern und mehr in den Bereich der Heilung gehen, der Spiritualität etc. Na, das könnte ja auch noch mal ein Hinweis sein. Aber haltet hier wirklich mal die Augen auf, welche Menschen sich derzeit in eurem Leben zeigen wollen. Na? So, ihr Lieben. Jetzt geht es weiter mit den Zwillingegeborenen. Was wird jetzt wichtig für die Zwillinge? Welche Kurzbotschaft bekommen wir für die Zwillinge? Da haben wir hier auch wieder zwei Karten. Da haben wir die Königin der Münzen und die fünf Schwerter. Interessant. Also hier kann es sein, dass eine Person wichtig wird, die hier eventuell muss, also kann, muss aber nicht im Zeichen Erde oder im Element Erde geboren ist. Das heißt, es könnte Stier, Steinbock oder Jungfrau sein. Es geht hier um eine Energie oder um eine Person, die sehr bodenständig ist, wo es wirklich darum geht, ja, das, was du auf Deutsch gesagt siehst, das erntest du. Die Königin der Münzen ist eine sehr klare, fleißige, sehr auf Sicherheit bedachte Person. Es kann aber auch sein, dass du diese Energien jetzt einnimmst oder aufgefordert wirst, diese Energien einzunehmen. Und das ist halt auch eine Frau, die wirklich sehr fleißig ist. Also eine Person, die wirklich viel arbeitet. Das könnte vielleicht eine Kollegin, eine Vorgesetzte sein, ne? Oder wie gesagt, du nimmst diese Energien ein. Aber im Großen und Ganzen ist das immer auch das Element oder die Energie, du siehst das oder du erntest das, was du siehst. Ne? So, und hier haben wir die fünf Schwerter. Das ist immer so eine Karte im Tarot, wo ich sage, die muss man nicht unbedingt haben, weil das ist so die Karte der absolut aggressiven Kommunikation. Ja, da gibt es irgendwie keine Gewinner. Ne? Also es kann sein, dass du hier vielleicht mit einer anderen Person gerade so ein bisschen ja, im Konflikt stehst, dass es hier Schwierigkeiten gibt, Auseinandersetzungen gibt. Es kann aber auch sein, dass wenn du in so einer schwierigen Situation bist, dass du hier den Hinweis bekommst, wie eine Königin der Münzen zu agieren. Ne? Also die Königin der Münzen, die agieren auch immer sehr, sehr klug. Die prüfen alle Seiten auch. Ne? Also hier bist du aufgefordert, nicht ja, ungeduldig zu handeln, sondern wirklich überlegt zu handeln. Ne? Es kann aber im Großen und Ganzen auch hier sein, dass es nochmal zu Konfliktsituationen kommt mit anderen Personen oder mit einer anderen Person. Und da ist hier einfach der Hinweis gegeben, nicht bis aufs Messer zu kämpfen, sondern wirklich mal zu schauen,
Was erwarte ich denn eigentlich von dieser Situation? Was wünsche ich mir eigentlich von meinem Gegenüber? Was habe ich vielleicht selber in diese Situation oder dazu beigetragen, dass diese Situation sich so entwickelt? Ne? Also ihr seid hier wirklich aufgefordert, auch in die Selbstreflexion zu gehen, weil das ist auch so ein Münzthema. Die Erdelemente, die sind auch gut in der Selbstreflexion. Ne? Also die schauen schon auch, was sind ihre Anteile an einer Situation? Ne? Die sind da sehr bedacht, so und analytisch auch. Ne? Wir gucken mal, was hier für ein Krafttier jetzt noch fällt für die Zwillinge. Sind auch zwei gefallen. Da haben wir den Lux, neues Bewusstsein. Veränderung und Neuerung kündigen sich in deinem Leben an. Lausche nach innen und beachte die Zeichen der Zeit. Und hier haben wir noch die Schlange, die weibliche Lebensenergie. Entwicklung, Entfaltung, Heilung und Lenkung der Energie stehen an. Du erfährst eine neue Stufe der Kraft in dir. Interessant, ne? Also es kann vielleicht sein, dass sie hier aufgrund einer Konfliktsituation, ne, wirklich in ein neues Bewusstsein kommt oder dass ihr aufgrund des Zusammentreffens mit einer Erdenergie oder mit einer Königin der Münzen hier anfangt, euch zu transformieren. Vielleicht ist es auch so, dass es bei dem einen oder anderen Zwillingegeborenen in der Vergangenheit hier zu Konflikten kam, ne, mit einem Erdelement, ne? Und dass ihr durch diese Situation hier für euch in ein neues Bewusstsein gekommen seid, dass ihr hier geschaut habt, wie ist es denn dazu gekommen, ne? Was sollte mir die Situation zeigen, dass ihr hier auch noch mal wirklich in diese Entwicklung, in diese Heilung eines Themas bei euch geht, ne? Und hier kommt ihr wirklich hier also wirklich in ein absolut neues Bewusstsein, ne? Es kann, wie gesagt, aber es ist ja auch hier der Hinweis, dass etwas Neues ansteht. Ne? Aber für etwas Neues darf man ja auch immer erstmal etwas Altes loslassen. Ne? So. Okay, ihr Süßen, jetzt schauen wir mal bei den Krebslein. Was möchte sich denn für die Krebslein zeigen? Welche Kurzbotschaft? Was wird jetzt wichtig für die Krebse? Schauen wir mal. Da haben wir die Hohepriesterin. Ah, interessant. Also die Hohepriesterin ist erstmal einer von drei Schutzkarten aus dem Tarot, ne? Also die Krebslein, die sind hier definitiv, egal was momentan bei den Krebslein los ist, die sind hier beschützt. Es kann aber auch sein, also die Hohepriesterin ist erstmal wirklich der Hinweis, dass ihr jetzt anfangen dürft, hier wirklich auf eure Intuition zu vertrauen, auf euer Gefühl zu vertrauen. Es kann sich aber auch hier in eurem näheren Umfeld um eine Person handeln, die euch dabei unterstützt, wieder auf eure Intuition und euer Gefühl zu vertrauen. Oder ihr habt wirklich auch mit jemandem zu tun, die sehr spirituell ist, die hier versucht, wirklich auf einer höheren Ebene zu agieren. Weil die Hohepriesterin ist für mich auch immer die Karte oder der Hinweis dieser Weiterentwicklung auf der Seelenebene. Na, also hier könnte wirklich eine Person wichtig werden oder ihr werdet aufgefordert, euch hier auf eine höhere Seelenebene, ja, einfach dahin auch zu entwickeln. Das ist aber, wie gesagt, auch Schutz. Also egal, was vielleicht momentan so bei den Krebslein nicht ganz funktioniert, diese Hohepriesterin möchte euch sagen, ihr seid hier momentan auch wirklich beschützt. Na? Wir gucken mal, welches Krafttier sich hier für die Krebse zeigen möchte. Ah, die nehmen wir jetzt nicht. Wartet. Mischen will gelernt sein. So, welches Krafttier möchte sich für die Krebsgeborenen zeigen? Welches Krafttier möchte sich für die Krebslein zeigen? So, ach, na wow. Dann mit den Tiger, Begeisterung, unbändige Kraft ist in dir. Entfessle sie, lerne sie zu lenken. Mut und Durchsetzungskraft werden dir jetzt geschenkt. Na holla, die Waldfee. Und ich sage mal, das ist ja für die Krebslein wirklich eine Herausforderung, sage ich jetzt mal. Also nicht sich für etwas zu begeistern, aber sich für etwas einzusetzen, sich für etwas oder durchzusetzen, ne? Also hier geht es wirklich darum, passt ja auch zu der Hohepriesterin, hier wirklich in eure Kraft zu kommen und genau zu schauen, was möchte ich, ne? Zu gucken, für welche Sache setzt ihr euch hier ein? Ihr dürft jetzt hier wirklich in eure Kraft kommen, ne? Und die Hohepriesterin auch immer der Hinweis, hört ja auf euer Gefühl,
Hört auf eure Intuition und vor allem auch auf euer Herz, ne? Weil ihr habt jetzt hier definitiv eine ganz neue Durchsetzungskraft, ne? Also, schöne Energien für die Krebslein. Jetzt gucken wir mal für die Löwegeborenen. Wir hatten ja gestern auch Löweportalen. Was zeigt sich denn hier für die Löwen? Welche Energie oder Botschaft wird jetzt für die Löwen wichtig? So, oh, na guckt euch das mal an. Da haben wir die 8 Schwerter. Eine sehr interessante Karte, finde ich. Die 8 Schwerter ist immer der Hinweis, dass man sich in einer Situation befindet oder in einer Lebensphase befindet, in der man sich selber hemmt. Das ist so die Karte der Selbstsabotage. Die Löwen dürfen also jetzt hier mal schauen, also diejenigen, die sich hier angesprochen fühlen und damit in Resonanz gehen, die dürfen hier mal schauen, wo sabotieren sie sich denn selbst? Weil man sieht ja, das ist auch so die Karte der Hemmungen, Beschränkungen, ne? Aber letztendlich kann man ganz leicht aus diesen selbstgemachten Beschränkungen und Hemmungen raustreten. Na, also diese Karte ist der Hinweis, mal zu schauen, vielleicht auch welche alten Glaubensmuster, Gedankenmuster, ne, Verhaltensweisen euch hier immer noch begrenzen und einschränken und da wirklich mal einen Cut zu machen. Weil man sieht hier, diese Frau ist zwar hier gefesselt und hat die Augen verbunden, ne, aber letztendlich denkt sie ja nur, sie kommt aus diesem, ja, aus diesen Schwertern besetzten Gefängnis hier nicht raus und letztendlich müsste sie einfach nur mal diese Augenbinde abnehmen und hier einfach raustreten. Aber das ist etwas, was sie sich selbst auf der Gedankenebene macht. Und das könnte hier ein wichtiger Hinweis sein für die Löwen, dass ihr einfach mal schaut, wo habt ihr hier eigentlich hausgemachte Ängste, Begrenzungen und Hemmungen? Ne? Jetzt schauen wir mal, welches Krafttier sich für die Löwen zeigen möchte. Welches Krafttier? Da haben wir schon den Specht. Folge dem Rhythmus deines Herzens. Alles ist bereits in dir. Passt jetzt wieder hervorragend hier zu den 8 Schwertern, weil man sieht ja, wie gesagt, auch hier ist ja das, was ich vorhin sagte, einfach mal zu schauen, dass also diese Augenbinde abzunehmen, aus dem Kopf denken herauszugehen, diese Selbstsabotage abzulegen und hier wirklich mal den Rhythmus deines Herzens zu folgen. Alles ist bereits in dir. Na? Also wirklich schöne Energien und ich glaube, das wird für viele Löwen tatsächlich auch momentan sehr wichtig, hier mal wieder in diese Löwekraft auch zu kommen. Ne? So, ihr Süßen, jetzt schauen wir mal weiter. Liebe Jungfrauen, was wird denn hier für die Jungfrauen? Ach, guckt mal, da haben wir es schon. Da haben wir hier die Hohe Priesterin und hier haben wir die Welt. Sind 2 Karten rausgesprungen. Die Hohepriesterin steht, hat man übrigens auch schon mal den Krebslein. Die Hohepriesterin ist auch einer der 3 Schutzkarten aus dem Tarot. Hier ist der Hinweis für die Jungfrauen gegeben, wirklich hier wieder auf eure Intuition zu vertrauen. Es geht hier um das Thema Spiritualität, Schutz, Intuition, Glauben, ne? Und hier geht es wirklich darum, dass ihr anfangt, hier wirklich auch auf eure Intuition zu vertrauen. Es kann aber auch sein, dass eine Person hier wichtig wird, die diese Eigenschaften verkörpert für euch. Ne? Und dann haben wir hier die Welt. Die Welt steht immer auch für einen Abschluss. Ne? Also es kann sein, dass ihr in irgendeiner Sache auch angekommen seid. Und jetzt geht es wirklich hier darum, auch das mal zu genießen. Ne? Es kann sich vielleicht aber bei der einen oder anderen Jungfrau auch um das Thema Auswandern handeln, weil die Welt ist auch für mich die Karte der Auswanderung. Vielleicht hat da auch jemand, fühlt sich da angesprochen. Aber die Welt ist auch immer, ja, man ist an einem Platz angekommen, an dem man sich sicher und geborgen fühlt. Ne? Die Welt ist etwas, wo ihr vielleicht jetzt auch mal träumen dürft. Wo wollt ihr denn ankommen? Ne? Was ist denn euer Ziel? Wo wollt ihr hin? Es kann aber auch sein, dass man hier in einer Situation nun endlich einen Abschluss findet und sich dann wie angekommen fühlt. Also das sind 2 sehr schöne Energien. Ne? Jetzt gucken wir mal, was sich hier für die Jungfrauen noch für ein Krafttier zeigt. Welches Krafttier will sich hier für die Jungfrauen zeigen? So,
Da haben wir die Ratte. Charisma, eine Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs steht bevor. Na interessant, passt ja hervorragend zu den anderen beiden Karten. Guckt mal, die Ratte ist ja voll süß, oder? Also hier wirklich, ne, zeigt euch, wie ihr seid. Ne? Aufbruch, das ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Vielleicht geht es bei dem einen oder anderen wirklich um das Thema Auswandern oder Reisen, ne, dass man sich hier Gedanken macht. Und das Neuanfang steht bevor. Ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Die Welt steht, kann natürlich auch für einen Abschluss stehen. Ne? Und danach kommt halt auch immer ein Neubeginn. Also da bin ich mal gespannt, was die einen oder anderen von euch berichten. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir weiter zu den Waagegeborenen. Welche Energie wird hier für die Waagegeborenen wichtig? Da muss es schon... Oh, der Bube der Kelche. Bube der Kelche, hier geht es um Flirt, Annäherung, liebevolle Angebote. Ne? Vielleicht tritt bei den ein oder anderen Waagegeborenen hier ein neuer Mensch ins Leben. Ne? Das ist auch so, diese Karte... der Annäherung, des Flirts, liebevolle Nachrichten, Liebeserklärungen. Es kann sich aber natürlich auch um das Thema Kinder handeln, weil Bube verkörpern auch immer Kinder im Tarot. Ne? Vielleicht hat der ein oder andere hier mit seinen Kindern Probleme und hier kommen jetzt positive Veränderungen wieder auf euch zu. Aber im Großen und Ganzen steht der Bube der Kelche wirklich für sehr liebevolle, empathische Energien, für gefühlvolle Energien, für das Thema Versöhnung, Flirt, Annäherung und Gefühle. So, welches Krafttier will sich denn hier für die Waagegeborenen zeigen? Welches Krafttier wird für die Waagegeborenen wichtig? So, da haben wir sie. Der Otter. Originalität. Sei originell und erfinderisch. Du kannst dein Leben umgestalten. Probiere neue Wege aus. Du hast alle Möglichkeiten. Na holla. Vielleicht steht das ja auch in Verbindung mit dem Bube der Kelche. Vielleicht kommt hier wirklich ein Angebot auf euch zu, was sich so ein bisschen völlig unterscheidet. Ne? Schöne Energien. Also da kommt auf jeden Fall... etwas Neues hier auf euch zu. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht habt ihr auch hier selber schon in den Gedanken, mal irgendetwas Neues zu probieren. Etwas, ja, wo ihr so vielleicht noch nie dran gedacht habt, das so zu machen. Ne? Also hier ist wirklich der Hinweis, ihr bekommt ja auch Hilfe und Unterstützung. Und hier der Otter sagt euch, einfach machen. Ne? So. So, nach der Waage kommen die lieben Skorpione. Zack, haben wir schon eine. Die neuen Stäbe. Meine lieben Skorpione, was ist da los? Also die Skorpione, es kann sein, dass ihr entweder aus dieser Energie kommt oder euch noch in dieser Energie befindet. Ihr macht hier vor irgendetwas, ihr macht hier einfach dicht. Ne? Die neuen Stäbe ist für mich immer der Hinweis, es geht hier um alte Verletzungen. Etwas, was sich wiederholt und ihr schützt euch hier einfach. Das ist so die Karte der Abgrenzung und des Schutzes. Auf der positiven Seite ist es ja wirklich so, dass man sagt, okay, vielleicht solltet ihr euch jetzt abgrenzen, vielleicht fühlt ihr euch einfach überlastet, überarbeitet, dann ist so eine Abgrenzung gar nicht verkehrt. Aber es kann auch sein, dass ihr in einer Situation seid oder wart, in der ihr hier wirklich dicht gemacht habt, weil ihr Angst hattet. Ihr hattet Angst vor alten Verletzungen, dass sich hier Dinge wiederholen. Der Hinweis hier ist aber, schaut einfach mal, inwiefern denn die aktuelle Situation hier wirklich etwas mit der Vergangenheit und mit euren alten Ängsten zu tun hat. Ne? Also ihr dürft hier wirklich für euch auch in die Heilung gehen, weil Stäbe, das ist für mich auch immer der Hinweis, dass sich hier auch neue Möglichkeiten zeigen. Guckt mal, hier sind auch überall Knospen dran, hier darf auch etwas Neues kommen. Also die neuen der Stäbe ist auch der Hinweis, nicht zu sehr in der Vergangenheit festzusitzen, ne? Sondern hier wirklich zu sagen, okay, ja, ich darf meinen Schmerz heilen lassen, aber ist auch der Hinweis, letztendlich trotzdem hier auch in die Zukunft wieder zu gehen und nicht euch komplett zu verschließen. Na, wir gucken mal, welches Krafttier steht denn oder ist denn an der Seite der Skorpione? Welches Krafttier will sich für die Skorpione zeigen? Ach, guckt mal, der Esel.
Eigenwilligkeit. Deine Vorhaben werden anders laufen als geplant. Öffne dich für die göttliche Führung. Das passt zum Beispiel auch, ne? Vielleicht seid ihr hier enttäuscht und verletzt, weil etwas halt auch nicht so geklappt hat. Dann ist aber der Esel hier ganz klar der Hinweis, es soll so sein, ne? Und alles, was unter der göttlichen Führung ist, wird letztendlich für dich auch gut, ne? Also hier wirklich nicht so sehr in der Vergangenheit verharren, sondern sich auch dem Fluss wieder hinzugeben, ne? So. Dann haben wir hier nach den Skorpionen die Schützegeborenen. Was zeigt sich denn oder was will sich denn für die Schützegeborenen zeigen, ihr Süßen? Gerne eine Karte für die Schütze. Oh, da sind gleich drei gekommen, ne? Dann nehmen wir die mal. Ah, guckt mal, interessant. Hier geht es um alte Ängste. Zweimal die alten Ängste. Der Mond steht für alte Ängste, für das innere Kind, für Ängste, die ja euch ganz schön belasten. Es kann auch sein, dass es hier bei den Schützen um irgendetwas geht, wo es nochmal wirklich um das Thema Geduld und Heilung geht. Es kann sein, dass die Schützen sich hier irgendwie abgegrenzt haben, oder dass ihr hier sehr viel Geduld mit etwas gebraucht habt, ne? Und jetzt ist hier wirklich auch der Hinweis, schaut bitte genau, inwiefern die aktuelle Situation wirklich etwas mit euren alten Ängsten hier zu tun hat. Also es geht hier definitiv um das Thema Heilung, aber auch um das Thema Geduld und das, was du siehst, erntest du. Ne? Es kann auch sein, dass man hier aufgrund von viel Stress oder Belastungen auch einfach jetzt mal sich hier abgrenzen möchte. Ne? Da braucht es aber auch hier wirklich wieder Geduld zur Heilung. Der Mond kann natürlich auch immer für die Psyche, für die Seele stehen. Ne? Vielleicht hat man hier auch wirklich mit Ängsten oder seelischen Problemen zu tun. Da ist hier wirklich auch der Hinweis, gebt euch hier Zeit. Ne? Oder das kommt halt auch von außen auf euch zu. Vielleicht dürft ihr hier auch jemanden Trost spenden und jemandem das Gefühl geben, dass man hier wirklich aus der Angst rausgehen kann, dass man hier für jemanden da ist. Ne? Bei dem einen oder anderen kann es aber auch hier um das Thema Schwangerschaft gehen. Ne? Also die sieben Münzen ist auch das Thema Schwangerschaft für mich. So, jetzt schauen wir mal, was ich hier für die Schützen zeigen möchte. Welches Kraft hier ist denn bei den Schützegeborenen? Welches Krafttier ist bei den Schützegeborenen? Na, da will kein Springen. Ah, da haben wir sie. Da springen aber viele Karten. Hirsch. Die Ordnung, vertraue deiner feinfühligen, sensitiven, hellsichtigen Eingebung. Ein neuer Entwicklungsschritt steht bevor. Und dann haben wir hier den Falke, die Schnelligkeit. Schärfe deine Sinne, erweitere deinen Blick. Beziehe die spirituelle Ebene in deine Angelegenheit mit ein. Na, passt ja auch gut zu diesen drei Karten hier, ne, ihr Lieben. Also hier kann es wirklich sein, ich habe vorhin gesagt, Ordnung, hier steht Öffnung. Naja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Also hier geht es wirklich darum, könnt ihr das jetzt hier sehen, wirklich hier ins Gefühl zu kommen, eben nicht mehr so dicht zu machen. Ihr habt ja aber Angst, ins Gefühl zu kommen. Aber vertraut hier wirklich auch eurer feinfühligen, sensitiven Seite. Vertraut eurer Intuition. Schaut hier genau, wenn ihr Abgrenzung, wenn ihr Schutz braucht, dann nehmt euch das auch raus, das Recht, ne? Aber guckt auch, wo schützt ihr euch vielleicht, wo gar kein Grund ist, sich zu schützen. Ne? Hier geht es um deine Sinne schärfen, ne? Aber schaue auch mal auf spiritueller Ebene, ist wieder auch der Mond. Ja, was will man dir anhand dieser Situation, die dich hier vielleicht gerade im Leben trifft, was möchte man dir hier mitteilen? Ne? Was darfst du aus dieser Situation hier für dich lernen? Ne? Und denke immer dran, das, was du siehst, erntest du. Ne? So, ihr lieben Schützen, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Dann gehen wir mal weiter zu den Steinbockgeborenen. Welche Informationen werden denn für die Steinböcke wichtig? Da haben wir hier den Bube der Stäbe und die Königin der Münzen. Zwei Personenkarten. Also hier könnten Personen wichtig werden für dich. Hier kann aber auch ein Angebot sehr wichtig werden für die Steinböcke. Etwas, was ja plötzlich kommt. Ein Angebot mit dem Feuerelement. Das heißt, das, wie gesagt, zeigt sich hier sehr plötzlich, kann aber ungenutzt auch ganz schnell hier wieder
sich einfach auflösen. Es kann aber auch hier sein, das könntet ihr selber sein, dass ihr hier als Erdelement die Königin der Münzen, also Stier, Steinbock, Jungfrau, hier wirklich auf ein Angebot oder auf eine andere Person trefft, die hier sehr plötzlich in euer Leben kommt. Also es kann sich zum einen auch um ein Angebot oder um eine Person handeln, die hier sehr plötzlich auf euch zukommt. Der Bube der Stäbe, ich meine, ihr als Steinbock seid natürlich immer sehr, sehr stabil, beständig, ne? Bube der Stäbe-Energie ist nicht immer unbedingt so beständig. Also schaut hier einfach mal, inwiefern ihr euch dann auch auf dieses Angebot einlassen möchtet, ne? Also hier gilt es auch immer mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Das könnte natürlich auch auf der Liebesebene auch ein Angebot oder ein Flirt sein oder könnte es auch mal ein bisschen heißer hergehen, ne? Aber der Bube der Stäbe ist nicht unbedingt die beständigste Energie. Also schaut da genau für euch, inwiefern ihr euch als Erdelement darauf einlassen möchtet, ne? So, ihr Lieben, welches Krafttier ist denn jetzt hier an eurer Seite? Da haben wir es. Was mir aber hier noch auffällt, ist, es kann sich hier aber auch um kreative Sachen handeln, ne? Weil der Bube der Stäbe ist für mich auch immer die Karte der Kreativität. Vielleicht habt ihr hier irgendwelche kreativen Projekte, die ihr starten möchtet, ne? So, wir haben hier den Fuchs, Selbsterkenntnis. Ziehe dich zurück und schmiede dein Glück abseits der ausgetretenen Pfade. In deinem Inneren wird ein Licht geboren. Passt auch zum Bube der Stäbe. Vielleicht wollt ihr ja auch etwas völlig Neues probieren, ne? Aber wie gesagt, die Königin der Münzenergie passt auch hier zum Fuchs, sich zurückzuziehen und erstmal wirklich, hier schaut sie sich auch die Münze an. Wie soll die wachsen? Na, wo will man die Münze hinhaben? Was will man mit der Münze machen? Also das ist wirklich hier eine Energie, wo es bei euch wirklich auch um neue Projekte, um neue Ideen gehen kann. Na, oder wirklich mal etwas komplett Neues zu versuchen, was ihr so noch gar nicht gemacht habt, ne? So, ihr lieben Steinböcke, ich hoffe, das hat euch geholfen. Jetzt schauen wir mal, was ich denn für die Wassermanngeborenen hier zeigen möchte. Zack. Da haben wir den Turm und den Ritter der Kelche. Da kommt mir sofort, bei dem einen oder anderen könnte sich ein Heiratsantrag zeigen. Ne? Das ist für mich der Heiratsantrag und ihr könntet hier wirklich völlig aus den Wolken, wie aus den Wolken fallen. Es kann sich ja aber auch wirklich um eine ganz plötzliche Situation handeln, die aber dann letztendlich wieder gut ausgeht. Ne? Vielleicht lernen die Wassermanngeborenen auch hier jemanden kennen, sehr plötzlich unverhofft, oder sie verlassen eine alte Situation, ne? Die hier einfach auf Sand gebaut war. Der Turm ist immer der Hinweis, bevor etwas Neues kommt, muss etwas Altes komplett zerbrechen. Und irgendetwas in der Vergangenheit wird es hier, was wie gesagt nur auf Sand gebaut war, komplett einbrechen. Aber gleichzeitig kommt ja auch neue Ideen, neue Möglichkeiten. Also egal, was sich hier bei dem Wassermanngeborenen zeigt, bitte nicht in Panik verfallen, weil der Turm ist immer so dieser Hinweis, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und das, was der Turm hier wegwedelt, das soll auch wirklich so sein, weil danach kommt immer etwas Besseres. Ne? So. Also wirklich hier eine komplett neue Energie oder tatsächlich, wie gesagt, auch wirklich so Heiratsantrag, ne? Und ihr fallt wirklich aus allen Wolken, ne? Also etwas sehr Plötzliches. Auch eine neue Liebe kann das hier auch sein, ne? So, vielleicht hat der ein oder andere mit dem Thema Liebe schon völlig abgeschlossen und zack, zeigt sich hier etwas. Oder auf beruflicher Ebene, weil der Ritter der Kelche steht immer für Angebote, für ernst gemeinte Angebote. So, jetzt schauen wir mal, welches Krafttier denn an der Seite der Wassermanngeborenen ist. Schauen wir doch mal, ihr Süßen. Na gut, dann nehmen wir mal alle drei. Die wollten sich zeigen. Also wir haben hier die Ratte, Charisma, eine Zeit des Aufbruchs und des Neuanfangs steht bevor. Dann haben wir hier den Biber. Kraft der Vision. Achte auf deine Träume, Visionen und Wünsche. Sie sind die Samen für neue Impulse in dieser Welt und den Otter. Originalität, sei originell und erfinderisch. Du kannst dein Leben gestalten oder umgestalten. Probiere neue Wege aus. Du hast alle Möglichkeiten. Also passt wieder wundervoll hier zur Grundenergie. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass sich hier bei dem Wassermanngeborenen wirklich etwas sehr plötzlich neu gestalten oder hier wirklich auch zeigen kann.
Ja, und das liegt mir wirklich sehr, sehr gut. Ne? Ja, vertraut da wirklich auf euch, ne? Auf eure Träume, auf eure Visionen und Wünsche. Seid originell, ne? Und schaut einfach mal, was sich hier in euer Leben zeigen oder reinbewegen möchte. So, und zu guter Letzt haben wir die lieben Fische. Was zeigt sich denn für die Fische Geborenen? Da haben wir hier den König der Stäbe. Der König der Stäbe kann natürlich für eine Energie stehen, die sich hier in Form einer Person auf euch oder in euer Leben zubewegt. Das kann aber auch eine Energie sein, in die ihr jetzt kommt. Der König der Stäbe ist unabhängig, das ist ein Macher, ne? Der ist leidenschaftlich, dominant oder ist sich seiner Dominanz auch bewusst in der reif gelebten oder reifen gelebten Form. Und vielleicht werdet ihr ja aufgefordert, wirklich in diese König der Stäbe-Energie zu kommen, unabhängig, selbstständig zu agieren, ne? Und wirklich auch groß zu träumen und auch danach zu handeln, ne? Also der König der Stäbe sitzt nicht nur da, also okay, hier sitzt er gerade, aber der handelt, der weiß, was er will und der handelt auch. Steht aber auch für eine gewisse Impulsivität. Oder es wird wirklich ein Mensch für euch wichtig. Das könnte hier im Zeichen oder im Element Feuer sein, also Schütze, Löwe, Widder, der sich hier plötzlich in euer Leben begibt und der hier wichtig werden könnte für euch. Ne? Wir schauen mal, welches Krafttier sich denn hier zeigt bei den Fischegeborenen. Der König der Stäbe steht aber auch wirklich für Kreativität und für das Thema Selbstständigkeit, ne? Also vielleicht ist das ja auch wichtig für die Fischegeborenen, wenn es darum geht, dass ihr euch hier wirklich verwirklichen wollt. Dann geht es wirklich darum, in die Energie, in das Feuerelement zu kommen, ne? So, wir schauen mal, welches Krafttier ist denn hier bei den Fischen? Vielleicht fällt jetzt sogar der Fisch. Mal schauen, was. Welches Krafttier ist hier wichtig für die Fischegeborenen? Da haben wir wieder den Fuchs, den hatten wir gerade schon, das gibt es ja nicht. Der Fuchs, Selbsterkenntnis. Ziehe dich zurück und schmiede dein Glück abseits der ausgetretenen Pfade. Sag mal, seht ihr das hier? Nee, aber das verschwimmt ein bisschen. In deinem Inneren wird ein Licht neu geboren. Passt ja aber auch zum König der Stäbe. Also, wie gesagt, entweder wird hier jemand wirklich wichtig für euch, ne, in Bezug auf, jetzt wird es hier so dunkel, ne, in Bezug auf das Thema Selbsterkenntnis, ne, dass hier vielleicht ein König der Stäbe wichtig wird für euch. Oder ihr seid, wie gesagt, aufgefordert, in die König der Stäbe-Energie reinzugehen. Euch unabhängig zu zeigen, euch durchzusetzen, ne? Euch wirklich zu zeigen, wer ihr seid, dass man hier ist auch viel das Thema Abgrenzung, Kraft, Stärke, Motivation, ne? Aber das ist eine sehr schöne Energie, finde ich. Also hier wird, denke ich, einiges auch bei dem Fischegeborenen passieren. Etwas wird neu geboren. Das finde ich sehr, sehr schön. So, ihr Süßen, jetzt haben wir alle Tierkreiszeichen durch. Ich hoffe, das hat euch hier ein bisschen geholfen. War, wie gesagt, nur sehr, sehr kurz. Aber ich hatte irgendwie den Impuls und ich folge meinen Impulsen auch immer sehr gerne. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch. Bleibt mir alle schön gesund und hoffentlich bis bald. Eure Helene.